Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir uns mal den Bereich Job und Finanzen an für den Monat Oktober. Schauen, was die geistige Welt für Nachrichten, Impulse, Informationen für euch bereithält. Wenn es mit euch resoniert, dann macht es absolut Sinn, am Ende auf die Playlist zu schauen, euren Aszendenten noch mit anzuschauen. Playlist wird am Ende oben rechts eingeblendet. Und wer Interesse hat, im Oktober eine persönliche Legung bei mir zu buchen, findet den Link dazu zu den Infos in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und sich da mal schlau machen. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Skorpione im Bereich Job und Finanzen im Oktober. Ritter der Schwerter, Ritter der Münzen, der Magier, was fallen mir denn die Karten heute aus der Hand? Ass der Münzen, 10 der Kelche und die 7 der Stäbe, meine Lieben. Wir haben Zwillingsenergie hier. Also, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten für euch tatsächlich. Also zum einen sehe ich hier, dass hier finanzielle Stabilität reinkommt. Hier gibt es eine Gruppe von euch, die im Job wirklich mal auf den Tisch haut, die nochmal Gespräche sucht, vielleicht über Gehaltsverhandlungen oder über bessere andere Konditionen. Das kann sein, dass hier auch Stunden aufgestockt oder reduziert oder angepasst oder Überstunden ausgezahlt werden müssen. Also da geht es wirklich um das Thema Geld und Konditionen tatsächlich. Die Gespräche sehen aus, als würden sie einen wirklich guten Ausgang nehmen. Das wird nicht leicht. Ja? Also es kann sein, dass man sich hier erstmal querstellt. Deswegen mein Tipp hier, naja, ihr wollt etwas von eurem Vorgesetzten, das heißt also, schreibt euch eine Liste mit guten Argumenten rüber auf und überlegt euch auch, was ist der Benefit dann eben für die Firma, für euren Vorgesetzten. Dass das gut ausgeht, liegt hier aus der Münzen 10 der Kelche. Gewinne, Gewinne. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Gewinne, Gewinne. Also es kann wirklich sein, dass einige hier, wir haben hier den Magier, sich Geld, möglicherweise auch einen Gewinn von irgendwoher, herbeimanifestieren. Es kann sein, dass ihr euch ein bisschen selber im Weg steht, punktuell. Ja? Also ihr seid hier aufgefordert, aus dem Kopf rauszugehen und es zu fühlen. Ja, klassisches Gesetz der Anziehung, Gesetz der Resonanzprinzip einfach. Wenn ihr wollt, dass sich Energie materialisiert, also euer Wunsch Wirklichkeit wird, dann müsst ihr ja davon absolut überzeugt sein und euch jetzt schon freuen, wie es ist, wenn es dann passiert ist. Ich sehe hier auch, dass hier ein Konflikt ausgetragen wird mit jemandem, der euch entweder um Geld betrogen hat oder aber dem ihr Geld geliehen habt. Das kommt wieder zu euch zurück. Generell ist das ein Monat, in dem ihr wirklich gute Jobchancen manifestieren könnt. Einige von euch haben dann auch neue Jobangebote, wenn ihr das wollt. Es gibt hier eine kleine Gruppe von euch, die in eine Selbstständigkeit gehen möchte. Da gibt es so das ein oder andere noch zu bedenken, zu überdenken. Gerade auch hier so in Richtung AGBs oder wo ihr ein bisschen aufpassen müsstest, wenn ihr irgendwem aus der Familie dann eure Buchhaltung überlasst, ja, lagert das vielleicht aus. Das kann sein, dass, also es sieht jetzt hier nicht super dramatisch aus, aber es kann sein, dass das dann nicht ganz so rund läuft, wie ihr euch das vorstellt. Oder naja, wenn man eine private Verbindung hat und Geld eben auch ein Thema ist und Buchhaltung, Zahlen, ne? Also wenn man eine private Verbindung hat und dann irgendwann mal sich in die Haare kommt, weiß man nicht. Ne? Ich habe
schlechte Menschen sehr gute Dinge tun sehen. Ich habe aber auch gute Menschen schlechte Dinge tun sehen. Also von daher, man guckt den Leuten nur vor den Kopf. Es ist immer eine sauberere Sache, wenn man da irgendwen hat, den man ein paar Euro in die Hand drückt und das dann für einen erledigt wird. Eine Geschäftsbeziehung eben. Aber 10 der Kelche, das ist die maximale Fülle. Ihr werdet hier auch jemanden an die Seite gestellt bekommen, wenn es sich hier um größere Beträge handelt, der das mit euch durchdenkt, durchspricht, wie man das am besten managt, die ganze Kohle. Ihr habt viele neue, tolle Möglichkeiten eben. Ne? Also Geld zu machen, viele Möglichkeiten, neue Jobs, wahnsinnig erfüllende Jobs zu bekommen. Für diejenigen, die hier in neue Firmen, neue Jobs eintreten, anfangs ein bisschen zurückhaltender sein, bitte. Ja, erstmal die Leute kennenlernen, sprechen lassen. Der Hund hinter mir hat es gerade benossen, die kleine Maus. Erstmal hören, dann reden. Ja, also seid da einfach ein bisschen vorsichtig. Es kann sein, dass sich das ein oder andere freundliche Gesicht doch als Maske enttarnt und man einfach nur Informationen über euch sammeln möchte, um die dann irgendwann auszuspielen gegen euch. Das sieht jetzt hier erstmal so nicht dramatisch aus, aber es ist so die kleine Warnung, die unterschwellig durchkommt. Lernt die Leute erstmal kennen. Aber an und für sich sieht das hier super aus, wirklich angekommen. Das große Glück schlicht und ergreifend. Wow. Wir bitten die geistige Welt um 3 Klärungskarten für die Skorpione. Das ist bei euch ja auch immer so ganz oder gar nicht, ne? Das pure Glück oder das große Drama. Aber das Schöne ist, dass es sich ja immer irgendwie auflöst und abwechselt. Es ist ja nie nur schlecht. Gut, 4 Karten. Hoch. Wen haben wir hier? Oh mein Gott. Die Jobangebote, das Jobangebot, was auch die große Berufung und Erfüllung verspricht, da ist viel Freude. Hier haben wir Ihnen so dieses ein bisschen Abwägen, ne? Hier die 5 der Schwerter, die Karte, ein bisschen Abwägen in der neuen Firma. Wem ihr so was erzählt, lernt die Leute erstmal kennen. Aber das sind die frohen Botschaften, das ist das große Glück, das ist die große Erfüllung, die große Freude. Es kann auch sein, dass ihr ein Jobangebot aus dem Ausland bekommt. Es kann sein, dass ihr privat die Liebe irgendwie im Ausland habt oder auf jeden Fall so eine Fernbeziehung führt und dort dann jetzt endlich ein Jobangebot bekommt. Und das ist super erfüllend. Dann seid ihr mit eurem Schatz zusammen und habt einen tollen Job. Meine Lieben, das sieht gut aus, mehr als gut, das sieht fantastisch aus. Ich wünsche euch einen ganz tollen Oktober, guckt euch eben noch euren Aszendenten an. Mehr Skorpion-Videos findet ihr oben links. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.